Herzlich willkommen zu dieser Folge von Europe Calling. Mein Name ist Sven Giegold. Ich bin der Sprecher der Abgeordneten von Bündnis 90, die Grünen im Europäischen Parlament. Heute gemeinsam mit Sarah Nanni, Kollegin aus meinem Kreisverband und Kandidatin als Friedensforscherin für den Deutschen Bundestag. Und ich habe dieses Webinar mit Sarah organisiert, weil die Situation ist ernstlich erschütternd, was wir jeden Tag seit jetzt etlichen Wochen hören aus Afghanistan, kann einen nicht kalt lassen. Es bedarf auch der politischen Einordnung. Und zudem als Europaabgeordneter betrifft mich das natürlich nochmal in besonderer Weise. Europa war selber dort auch aktiv. Deshalb bin ich auch besonders froh, dass Andrea Thies hier ist, mit 3 Missionen, deren Ortskräfte genauso im Unklaren sind wie viele, die für deutsche Einrichtungen gearbeitet haben. Und deshalb war mir das besonders wichtig, dass wir hier heute nochmal reden. Sarah Nanni wird das heute moderieren. Ich möchte noch ein paar technische Hinweise machen. Diese Webinare sind Teil einer Serie, das haben wir jetzt etwa 100 Mal schon gemacht, mit Expertinnen, Experten, Politikerinnen, Wissenschaftlern, Nichtregierungsorganisationen ins Gespräch zu kommen über europäische Politik. Der Sinn ist, Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zu geben, mit europäischen EntscheidungsträgerInnen und Expertinnen zusammen ins Gespräch zu kommen, ihre Fragen zu stellen und umgekehrt auch etwas zu lernen. Der hier diesmal mit 4 ganz besonders interessanten Gästen. Und Sie haben wie immer die Möglichkeit, auch selber Fragen zu stellen. Dazu nutzen Sie am besten die F&A oder Q&A-Funktion. Schreiben dort gerne Ihre Frage, Ihre Anmerkung hinein. Gerne dazu schreiben, wer Sie sind, wenn Sie für eine Organisation sprechen. Und dann können Sie uns helfen, weil üblicherweise bekommen wir so viele Fragen, dass nicht alle bearbeitbar sind. Markieren Sie die wichtigsten gerne mit einem Like. Und auf die Weise haben wir dann eine Chance, dass die wichtigsten und spannendsten Punkte auch wirklich zur Sprache kommen. Und gerne dazu schreiben, an wen Sie sich richten. Und auf die Weise kommen wir ins Gespräch. Außerdem ist das Ganze eine öffentliche Veranstaltung. Das heißt, wir zeichnen das auf Deutsch, auf Englisch. Es wird hinterher ins Netz gestellt, sodass auch diejenigen, die jetzt hier nicht dabei sein können, die Gelegenheit haben, sich das noch anzuschauen. Bedeutet aber natürlich, dass wenn Sie dort Ihren Namen verwenden, dass das dann auch sichtbar werden kann. Zudem ist es so, dass wir uns immer freuen, wenn Dinge, die Sie wichtig finden, die Sie bewegend finden, Dinge, die Sie nicht wussten. Sie dürfen hieraus zitieren, posten Sie es in die sozialen Medien und sorgen so dafür, dass das Ganze auch noch mehr Wahrnehmung und Reichweite bekommt, als nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier. Und genauso können auch weitere Personen zu uns stoßen. Es haben sich über 1.100 Menschen angemeldet, was zeigt, wie groß das Interesse ist. Und ich bedanke mich ganz besonders bei Ihnen, dass Sie so kurzfristig Zeit hatten. Zunächst mal, ich beginne mal mit denen, die vielleicht nicht direkt jetzt aus unserem Verein sind, bei Markus Grotian, der Vorsitzende des Partnerschaftsnetzwerks, der ja sehr viel in den Medien in den letzten Tagen immer wieder Stellung genommen hat und sehr seit Monaten versucht, die Leute dort herauszubringen. Genauso auf europäischer Ebene praktisch das Pendant in Großbritannien und Niederlanden, Sarah de Jong. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Und für die europäischen MitarbeiterInnen, Andrea Thies, auch vielen Dank an Sie, dass Sie hier dabei sind. Und dann ist natürlich Winnie Nachtwey dabei, der Afghanistan-Experte über die letzten 20 Jahre unzählige Veranstaltungen und Expertisen und Mitentscheidungen unter damaliger rot-grüner Zeit. Und wie ich hörte, auch Mitglied des Patenschaftsnetzwerks von Herrn Grotian. Und so schließt sich dann der ganze Kreis. Also eigentlich kennen alle Herrn Grotian. Das hat sich mir dann zumindest so erschlossen. Und ich übergebe jetzt das Wort an Sarah Nanni. Und ich denke, das wird eine ganz wichtige und hochinteressante Veranstaltung. Und ich muss sagen, ich überlasse jetzt gerne dir das Feld, weil das alles so dermaßen schwierig und anspruchsvoll ist. Bitte schön, Sarah.
Okay, gerade war kurz der Ton weg, aber ich glaube, ich bin wieder zu hören. Schönen guten Abend auch von mir. Ich möchte gar nicht mehr viele Worte verlieren und nach der kurzen Vorstellung von Sven Giegold auch direkt mit der ersten Frage an Winnie Nachtwey beginnen. Du hast, Winnie, schon seit 20 Jahren an diesem Thema gearbeitet und ich glaube, manchmal, je tiefer man drin steckt, desto schwerer ist es, die Wahrnehmung der anderen auf das eigene Thema zu verstehen. Wie hast du denn die Entwicklung der letzten Monate? Also wir können jetzt nicht den Abriss machen über den Gesamteinsatz, aber gerade diese Dynamik der letzten Monate, wie hast du das wahrgenommen, damit wir auch alle sicherheitspolitisch nochmal in der gleichen Welle sozusagen sind vom Verständnis her? Ja, guten Abend in die unsichtbare Runde. Ich fange schlichtweg im September an, als nämlich mit einem halben Jahr Verspätung dann endlich die innerafghanischen Friedensgespräche anfingen nach dem Trump-Taliban, also Abkommen. Dazu sage ich jetzt nichts. Und da hat es ja auch also eine gewisse Mediatorenunterstützung von bundesdeutscher Seite gegeben. Naja, und das ist dann also eben, wie das so üblich ist bei solchen Verhandlungen, ziemlich schwerfällig also angefangen. Atmosphärisch soll es also eben nicht schlecht gewesen sein, aber trotzdem, ja, und die Truppen, vor allem die amerikanischen, sind in der Zeit also schon sehr, sehr kräftig also runtergefahren worden auf wenige Tausend noch im Lande. Und also ohne jetzt auch Gegenleistungen, also eben der Taliban. Und dann also eben am 14. April verkündete dann der neue amerikanische Präsident Biden seinen Kurs. Und der war an sich was überraschend, weil er nämlich, also es war klar, dass es so also einen zügigen Abzug geben sollte. Das war auch also relativ also Konsens eigentlich. Aber eben ein Abzug bedingungslos. Also ohne dass jetzt sozusagen Zusagen von den Taliban wären, also eben Gewalt zu reduzieren, vielleicht ein längerer Waffenstillstand oder sowas. Also damit ging das dann nicht einher. Und gut, das ursprüngliche Abzugsdatum Ende April wurde ja nicht eingehalten, aber eben dann ab Mai ging dann also der Gesamtabzug der internationalen Truppen los. Und das ging dann also eben sehr, sehr zügig, weil ja also eben die Ansage war, bis zum 11. September sollte es auf jeden Fall geschafft werden. Und dann also eben von beiden auch die Ansage etwas eher. Die Verhandlungen in Doha, die liefen dann im Grunde fast gar nicht mit großen Pausen. Ab und zu hat man sich mal wieder getroffen. So, und dann also eben war das Auffällige, dass seit dem letzten Jahr sich der Gewaltkonflikt also gespalten hat. Einerseits die internationalen Truppen wurden von den Taliban praktisch also in Ruhe gelassen. Zugleich aber nahmen die Attacken also auf Regierungskräfte, Sicherheitskräfte und dann vor allem also auf Regierungsangestellte, Menschenrechtsaktivisten, Journalisten enorm zu. Also im letzten Jahr Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 170%, also im Bereich der gezielten Tötungen, gerade gegenüber der Gruppe, ich sage mal so ganz pauschal, von Reformkräften. Also, und dann also eben war auch wichtig, ein Großteil der Anschläge inzwischen ohne Absender. Und das hatte dann nochmal eine verstärkt einschüchternde Wirkung. Und dann schließlich kam es dann ja, so ab Juni zu landesweiten Offensiven, wo jetzt reihenweise zum Teil pro Tag 12, 10 Distrikte also eben dann fielen und eingenommen wurden. Das ging also eben in einer Schnelligkeit, die vorher kaum jemand erwartet hatte. Und dann war dann das Bemerkenswerte von der Strategie. Sehr schnell ging es dann vor allem Richtung Norden. Und Norden, da war die strategische Absicht dahinter, weil das also im Grunde die Region ist, wo die Machtbasis also eben der sogenannten Elite in Kabul ist.
und was früher mal Rückzugsgebiet der Anti-Taliban-Kräfte war. Und das also eben ist dann also auch der Reihe nach, also eben die ganzen Provinzen, wo die Bundeswehr also eben vor bis vor wenigen Jahren also noch war, sind dann also eben eingenommen worden. Und dann schließlich die letzte Phase, nämlich dann ab 6. August die Attacken auf Provinzhauptstädte. Und da war dann wiederum das Bemerkenswerte, wie auch schon bei den Distrikten, dass die meisten Einnahmen praktisch ohne Kämpfe stattfinden. Es wird vermutet, dass auch im Hintergrund und im Vorfeld schon vieles an Absprachen zwischen Akteuren gegeben hat. Und dann schließlich sind der Reihe nach innerhalb von 10 Tagen sind dann also eben praktisch fast alle Provinzhauptstädte gefallen, auch die großen Städte, also eben mit einigen 100.000 Einwohnern. Und ihr erinnert euch dann also eben am letzten Sonntag schließlich dann die Hauptstadt selbst und die auch eben ohne Gewaltanwendung im Grunde jetzt als unmittelbare Gewaltanwendung eingenommen wurde. Also das, was ja befürchtet worden war, es gibt jetzt eine große Abschlachterei oder sogar Straßenkämpfe in Kabul mit fürchterlichen Auswirkungen. Das hat es eben zunächst mal also eben nicht gegeben. Das also eben das als letzten Aspekt also noch dabei, dass die afghanischen Sicherheitskräfte überwiegend kampflos aufgegeben haben, hatte ganz erhebliche plausible Gründe. Nämlich, sie hatten eine politische Führung, die zerstritten war, die korrupt war. Die lebensnotwendige Unterstützung, vor allem durch die USA, bei der Wartung angefangen, die war ja nicht mehr da. Also das viele Militärgerät, was man hatte, stand auf dem Hof und war nicht mehr gebrauchsfähig dann sozusagen. Also das brach zusammen. Also die Sicherheitskräfte hatten nichts im Grunde, wofür sich überhaupt einsetzen und keine Aussicht, also eben überhaupt da irgendwelche Schnitte zu machen. Deshalb, fand ich es an sich, war die Kapitulation da also wirklich das Vernünftigere. Auch wenn das Ergebnis also eben dann jetzt schlimm ist. Aber das andere hätte wahrscheinlich also ein fürchterliches Blutbad gegeben. Soweit, glaube ich, dazu von mir. Frau de Jong, es gab ja schon über den ganzen Einsatz immer wieder Ortskräfte oder auch AktivistInnen, die durch die Taliban bedroht worden sind. Wann haben Sie in den letzten Monaten gemerkt oder im letzten Jahr auch schon, die wir eigentlich rausholen müssten, holen wir gerade nicht raus. Ich muss selber auch noch was dafür tun. Ich muss den Moment sozusagen jetzt erkennen und selber auch handeln. An wen ist die Frage? An Herrn Grotejan oder nee. An mich noch? Nein, also eigentlich an alle, die sich jetzt daran beteiligt haben, noch für Orts, also noch Schutzbedürftige quasi zu helfen, dass sie evakuiert werden können. Also die Frage ist jetzt noch mal an mich. Nein, eigentlich an Frau de Jong. Bitte dann, ja, genau, gerne. Sorry, I also assumed it was for Winfried. Could you repeat it once more? Let me just also change to translation again, because I didn't do that. Go ahead. Sonst, Herr Grotejan, wenn Sie es mitbekommen haben, was meine Frage war, das bezieht sich ja auf Ihre Arbeit genauso. Ja, dann können Sie die bitte auch für mich nochmal wiederholen. Okay, also wann haben Sie gemerkt, dass der Auftrag der verschiedenen Regierungen, Menschen zu schützen, die für uns gearbeitet haben in Afghanistan, der wird eigentlich gar nicht erfüllt. Ich muss mich jetzt sozusagen zivilgesellschaftlich dafür einsetzen, dass genau das passiert. Wann war der Moment, wo Sie gemerkt haben, jetzt muss ich was machen? Ja. Dass die Verantwortung tragen, tragen sie nicht, ich muss sie selber tragen. Das war Anfang Juli, nachdem ich anhand der Aussagen und der Reaktionen und von Versprechungen und dann gesehen habe, was hinterher passiert, erkannt habe, dass dieses
was Sie gerade sagen, dieser Auftrag, Schutzbefohlene irgendwie oder die ehemaligen Angestellten zu schützen, den scheint es nicht zu geben. Und dementsprechend haben wir dann überlegt, wie wir das irgendwie gewährleisten können. Wir haben dann angefangen, Safehäuser anzumieten, um den Ortskräften temporär Schutz in Kabul zu geben, in der Hoffnung, dass man für den Zeitraum des Visa-Verfahrens, wo wir naiv genug waren, dass wir dachten, da gibt es noch Visa-Verfahren für berechtigte Ortskräfte. Das fand leider bis zum Schluss in unserer Wahrnehmung nicht statt. Das IOM-Büro der Vereinten Nationen hatte als letztes kommuniziert, dass es wohl Mitte August anfangen könnte damit wohl. Wir warten täglich darauf, aber das ist natürlich zu spät. Und das wird natürlich auch niemals eröffnen. Das hat also diese Safehäuser, mit denen wir versucht haben, die Ortskräfte in Kabul zu halten, letztendlich Anfang dieser Woche zu Todesfeiern gemacht, weil angefangen wurde, von den Taliban von Haus zu Haus zu gehen und nach Verrätern zu suchen. Und dementsprechend mussten wir das auflösen. Und das ganz perfide an der ganzen Sache ist halt, wie ich finde, das Ortskräfteverfahren in Deutschland darf nur aus Afghanistan gestartet werden. Und weil die Menschen, wenn sie das Land verlassen hätten, keinen Anspruch mehr darauf hätten und dann in der Türkei oder irgendwo in Bosnien auf der Fluchtroute hängen würden, haben sie gedacht, sie bleiben in Afghanistan, um dieses Visa-Verfahren in Anspruch zu nehmen. Und bei ganz vielen hat das jetzt dazu geführt, dass wir sie in die Hände der Taliban gegeben haben. Und das finde ich umso bitterer. I can respond now as well if you want me to, Sarah. Yeah. I mean, just to add to what Marcus has just said, in some ways, of course, you have to go even further back, right? Marcus's association, the Patenschaftsnetzwerk, exists since a long time. And I'm not just the co-founder of the Sula Alliance in the United Kingdom, but I'm also a researcher, a senior lecturer at the University of York, who has studied this issue in the past 4 years. And in the past 4 years, I went to countries like the United Kingdom, Canada, United States, France, Germany, the Netherlands, to interview people who had already been resettled because of threats to their lives. So I think it's firstly really important to say this is not a new issue. These people were always already under threat. And that's also why it is so inexcusable that we're now in the situation that we're in right now. It is not fair to all, to say that this is just due to the fast advance of the Taliban. So this is the first point, I think. Then the second point, also adding to some of the work that Marcus has done, many of us had organized nationally initially, because the bitter irony also of this mission is that even though it's an international mission, there has never been international coordination to protect local staff, and all of the programs are completely different in each of the countries or were even non-existent. You know, through my research, I managed to connect different people. And in June of this year, we decided to have a kind of symbolic moment where we sent an open letter on behalf of many of us to the Secretary General. That was still with the assumption that the withdrawal would be on the 11th of September. I can later send people the link of that open letter. I mean, in that open letter, we literally already start with, "Dear Mr. Secretary General, time is running out to protect NATO's local Afghan allies. In 100 days, this withdrawal should be completed. And the current acceleration of this process could leave as little as 30 days. So the warning signs have been there from the start. And then, of course, suddenly we now have come to a point where we moved from resettlement to evacuation. That's how urgent it has become. And that also meant that we had to shift our own strategy, because I think up until a few weeks ago, we could still advocate for better policy. You know, we could point to the inconsistencies in the policy between the different countries, and we could show that there were very problematic exclusions, again, totally inconsistent between the different countries, with Germany requiring certain time limits, the Netherlands excluding everybody who was not an interpreter, the UK had fired 35% of their own staff for disciplinary dismissals and excluded them. I mean, the wildest exclusion, and so inconsistent. Until 1.5 weeks ago, 2 weeks ago, we could still fight at the policy level. But suddenly now we have completely moved to a point where the only thing is implementation and practice.
And that's, unfortunately, again, is very chaotic, is very different per country, is still not very well coordinated, leading to the most outrageous examples where also, unfortunately, I mean, you mentioned before that Marx has been in the media a lot. A lot of the policy and a lot of the practice has been reactive to us as advocates, highlighting scandals, basically, highlighting unbelievable cases where, I don't know, on Sunday morning, the Dutch embassy, even though they had to evacuate, still had the time to refuse a number of people. They also found it okay to evacuate their own embassy and leave the passports of some of the people who had applied to their process inside of the embassy. And none of these people knew what had happened to their passport or what would happen to their flight. There was another person who understandably was anxious and panicking. And he had asked me on the Friday before, I think last weekend, whether he should send the embassy a reminder about his application. And I told him, you know, give them at least 7 days. And when he replied after 7 days and asked them, could you please at least acknowledge my asylum application? They told him that his application had landed in their spam folder. I mean, you know, this is the level of kind of incompetence that we are dealing with, and where also there's a very unfortunate situation. I mean, I completely understand people working on the ground under enormous, enormous, enormous pressure. But people like Marcus, people like Andrea, people like Winfried, we have a lot of knowledge that we have acquired over years and years of advocacy and casework on this particular issue. But governments are still very, very conscious of saving face and not sharing or not including us in our process, being relatively secretive about what's happening on the ground at the moment. I stop there and leave it to Andrea or others to respond as well. Ja, Andrea Thies, die europäische Perspektive kommt ja nochmal mit einer besonderen Herausforderung. Ja. Mich nicht? Ja, ich höre. Kommt ja dann nochmal mit einer besonderen Herausforderung dazu. Was war denn Ihre Wahrnehmung die letzten Monate und Wochen? Ja, da muss ich etwas länger zurückgehen. Nicht nur die letzten Wochen und Monate, sondern bis ins Jahr 2013-14. Ich war Mitarbeiterin der Europäischen Police Mission in Afghanistan von 2008 bis 2015. Und unser Mandat sollte ursprünglich enden im Jahr 2014. Und in dieser Zeitperiode gab es natürlich auch schon einen Druck auf unsere Ortskräfte von nicht unbedingt unterstützenden afghanischen Kräften für die Mitarbeit in internationalen Organisationen. Also wir hatten hier schon Angriffe auf die Mitarbeiter in diesem Zeitraum und wir haben uns in Vorbereitung auf eine potenzielle Beendigung der Mission in diesem Zeitraum sofort an Brüssel gewandt für die internationalen oder für die zivilen CSDP Mission ist ja CPCC verantwortlich, die unter der politischen Führung vom Political and Security Committee auch arbeiten und haben unser Anliegen dort vorgetragen. Und wir wurden immer wieder an die Mitgliedstaaten verwiesen, weil uns gesagt wurde, für Fragen des Asyls, der Migration sind die Mitgliedstaaten zuständig, da können wir gar nichts machen. Dann wurde das Mandat der Mission bis Ende 2016 verlängert. Also es gab einen Aufschub und in diesem Zeitraum 2016 hat also das Management von der Mission genau die gleiche Frage wieder an Brüssel, an CPCC gestellt und gesagt, bitte beachtet die Problematik der Ortskräfte. Wenn wir gehen, werden sie unter Druck geraten und wir möchten, dass es hier eine gemeinsame Aktion der Mitgliedstaaten gibt, die ihre Police Officer, ihre Rule of Law Experten, ihre Zivilien Experten zu EUPOL Afghanistan entsandt haben. Das war ja nicht eine nationale Aktivität, das war eine Aktivität im Rahmen der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
also im Rahmen von CSDP. Es gab genau die gleiche Antwort von Brüssel. Die Mission wurde beendet und nach Beendigung der Mission sind all unsere Unterlagen, einschließlich der Personalunterlagen von 393 lokalen Mitarbeitern nach Brüssel übersandt worden. So, das war also der Stand. Wir haben als Team von ehemaligen internationalen Mitarbeitern uns fast immer seit 2016, 17 untereinander verständigt. Wie ist die Entwicklung? Was macht jeder? Wo ist er gelandet? Welche Schwerpunkte hat jetzt Afghanistan? Wie hat sich das Land entwickelt? Wie geht es unseren lokalen Mitarbeitern? Also es gab von einer Reihe von Mitarbeitern ständig diese Kontakte. Und im Sommer diesen Jahres hat ein kleines Team von internationalen Mitarbeitern sich nochmal verständigt und hat gesagt, also wir sehen, Afghanistan wird unter Druck kommen und wir müssen etwas tun für unsere Ortskräfte. Dann haben wir uns angeschaut, welche Maßnahmen die einzelnen Mitgliedstaaten machen. Und dann haben wir diese Unterschiede, die Sarah ja beschrieben hatte, genau gesehen. Und wir haben uns dann in der letzten Dekade Juli an verschiedene Einrichtungen der Europäischen Union, einschließlich also CPCC, EU-Delegation, Special Envoy, also ich sage mal mehr als 15 verschiedene Repräsentanten gewandt und haben gesagt, wir fragen für eine Joint and Coordinated Action. Nicht nur, dass jeder irgendwas macht, selber irgendwelche Kriterien aufstellt, eigene Procedure macht. Und diese Entscheidung zwischen CPCC und dem PSI und den Mitgliedstaaten war bis zum Sonntag offen. Also es ist eine Diskussion in Brüssel in Gang gesetzt worden, die aber bis zum Sonntag, also den Einzug der Taliban in Kabul, überhaupt nicht entschieden war. So. Damit hat sich für uns natürlich auch ergeben, dass wir über Nacht die gesamte Strategie, die Arbeitsweise unseres Teams ändern mussten und geändert haben. Und wir sind nicht mehr eine kleine Gruppe von internationalen Mitarbeitern. Die ist angewachsen durch Mitarbeiter aus Finnland, aus Schweden, aus Dänemark, aus den Niederlanden, aus Deutschland, aus Rumänien, Bulgarien, der Tschechischen Republik, die sehr aktiv sind. Wir bekommen Unterstützung von Mitarbeitern aus Frankreich, aus Spanien. Und wir haben eine sehr gute Kooperation mit unseren kanadischen Kollegen, die als so-called Third Country die EU-Mission EUPOL Afghanistan unterstützt haben. Und hier haben wir praktisch jetzt probiert, unsere Mitarbeiter in diese nationalen Resettlement- oder Relocation-Programme zu integrieren. Was natürlich sehr problematisch war und auch noch läuft, weil erstens nicht alle Mitgliedstaaten solche Programme hatten und zweitens diese nicht für EUPOL-Mitarbeiter offen waren. Ja, es wurde immer gesagt, also wir nehmen die LEs, aber an diese Mitarbeiter, die in der CSDP-Mission gearbeitet hat, die sind eigentlich unter den Tisch gefallen. Ja, und im Moment ist die Situation so, wir haben es geschafft, drei EUPOL-Familien nach Prag zu evakuieren. Also dank der tschechischen Kollegen. Die holländischen Kollegen waren super aktiv und haben ihre Regierung so weit gebracht, dass entschieden wurde, 35 EUPOL-Mitarbeiter auch in die Niederlande zu bringen. Finnland diskutiert das noch. In Finnland gibt es ein Programm für die Aufnahme von Mitarbeitern der EU-Delegation und ECHO, aber EUPOL war da auch nicht drin. Und wir hatten ein sehr aktives Management bei EUPOL Afghanistan aus Finnland. Das war mit das größte Kontingent über längere Zeit. Und auch dort laufen die Bemühungen in Zusammenarbeit zwischen ehemaligen EUPOL-Mitarbeitern, dem Innenministerium, dem Außenministerium,
anderen Einrichtungen, auch in Finnland, dieses Programm dann auch noch zu öffnen für EUPOL Afghanistan. Jetzt in Deutschland ist so, es gibt ein Programm zur Aufnahme der lokalen Mitarbeiter, die beim deutschen Polizeiprojekt gearbeitet haben, aber auch das war offiziell noch nicht geöffnet für EUPOL-Mitarbeiter, obwohl im gleichen Compound teilweise ähnliche Arbeiten gemacht wurden. So, unser Anliegen war also nicht, in irgendwelche Gruppen das Ganze zu splitten, also nur die Language Officer oder Language Assistant, sondern generell Mitarbeiter von EUPOL Afghanistan, weil alle, die für internationale Organisationen gearbeitet haben, eben stark gefährdet sind. Das ist einfach Fakt. So, das ist der Stand im Moment. Wir sind in Kooperation oder in Abstimmung mit CPCC. Dort werden also die Sachen diskutiert. Dann im PSC-Komitee natürlich auch entschieden. Und wir hoffen, dass es so bald wie möglich eine mehr oder weniger geregelte Aufnahme auch von EUPOL-Mitarbeitern in den Mitgliedstaaten geben kann. Natürlich können wir jetzt nicht mehr von einer gut organisierten Aktion reden. Das hatte ja Sarah schon mitgeteilt. Wir sind seit Sonntag natürlich hektisch unterwegs, obwohl wir untereinander uns gut abstimmen, um dieses gesamte Chaos irgendwie zu beherrschen. Weil unsere ehemaligen Mitarbeiter kontaktieren uns ständig und für sie ist das sehr schwierig zu verstehen, dass die EU als Gesamtheit hier nicht reagiert, sondern dass das auf einzelne Mitgliedstaaten zurückgebrochen wird. Unser Standpunkt ist ganz klar, wenn es eine gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik der EU gibt, dann muss die auch umgesetzt werden. Dann soll die EU auch die Gesamtheit dieser Verantwortung übernehmen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten. Für uns ist das eigentlich eine Logik, aber wie gesagt, schwer umzusetzen. Man fragt sich auch, warum das nicht schon mit Beginn der EUPOL-Mission so in irgendeiner Art und Weise konzeptionalisiert wird, dass man dann erst die Probleme löst, wenn sie wirklich auf den Füßen stehen. Herr Grotian, ich würde Sie noch mal gerne fragen, was ist jetzt in den letzten 5 Tagen passiert? Wie sind denn Leute tatsächlich dann rausgekommen? Wir haben die Evakuierungslüge gesehen, aber das, was davor passiert ist, da haben Sie sicher auch noch Informationen zu. Und was muss jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passieren? Wo haben Sie vielleicht auch noch Hoffnung, dass viele Menschen, die zwischendurch sehr verzweifelt waren, vielleicht doch noch auch rauskommen? Ja, also zurzeit, oder gehen wir mal auf die letzten Tage zurück. Die Situation hat sich dann ja immer mehr verschlimmert. Und nachdem Kabul dann eingenommen wurde, kam es ja jetzt zu so einer Art Patt am Flughafen, was das Problem beinhaltet, dass die Taliban Checkpoints machen und Ortskräfte nicht durchlassen. Und dahinter sind dann meistens Amerikaner, die ebenfalls Ortskräfte erstmal nicht priorisiert behandeln. Nichtsdestotrotz schaffen es immer wieder Menschen, irgendwie da durchzukommen. Aus unserer Wahrnehmung werden immer noch irgendwelche Listen mit Namen befüllt, beziehungsweise auch nicht befüllt. Also es werden immer noch Menschen von Listen gestrichen, weil sie gemäß bürokratischen Raster da durchfallen. Das finden wir auch sehr schade. Aber letztendlich ist es auch egal, wenn ich dann verschiedene Listen mit 10.000 Namen habe. Und wenn ich mir die Bilder vom Flughafen angucke, dann sehe ich nicht, dass da ein koordiniertes Vorgehen noch möglich ist und die Leute irgendwie gezielt von einer Liste irgendwie gestrichen werden könnten. Man hat versäumt, den Ortskräften, zu denen wir zu vielen Kontakt haben, und uns und den Ortskräften insofern mit Informationen zu versorgen, dass wir das Gefühl gehabt hätten, man koordiniert irgendwas. Diese koordinierende Funktion hat man leider nie wahrgenommen oder genutzt und hat damit die Chance verspielt. Denn letztendlich, wenn wir gewollt hätten, hätten wir zu einem Zeitpunkt eine Gruppe, sagen wir mal 50 Ortskräfte und Angehörige, zu einem Punkt bringen können, damit man die dann, weil sie antragsberechtigt sind und auf einer Liste stehen, hätte man die vielleicht in den Flughafen reingebracht.
was passiert, wenn man gar keinem irgendwas sagt und einfach nur die Maschinen rein und rausgehen. Die Leute glauben, ich muss es auf gut Glück versuchen. Das tun gerade ganz, ganz viele Menschen. Und wenn da 10.000 Menschen vor so einem Tor stehen, dann stellt sich das auf einmal irgendwie schwierig dar, dann da noch geordnet Menschen raus und oder beziehungsweise reinzulassen. Das ist alles sehr schade. Man hat da vertan und diese Chancen hat man nicht genutzt. Wir hätten auch noch mit anderen Mitteln und Möglichkeiten hätten wir Chancen gehabt, Ortskräfte an Taliban-Sperren vorbei Richtung Flughafen zu bringen. Das hat man auch nicht genutzt, obwohl wir es angeboten haben. Das finden wir alles immer sehr schade. Es ist eine lange Liste von vertanen Chancen, die dazu führt, dass Menschen jetzt da teilweise schon unter der Herrschaft der Taliban leben. Das ist ja in Kunduz, Faisalabad oder Mazar-i-Sharif schon so. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer noch eine gewisse Bewegungsfreiheit. Das ist alles ja noch nicht in, da wird sich ja noch etabliert erst. Und diese Chance oder diese Phase muss man jetzt halt sehen, was in den nächsten Tagen vielleicht noch möglich ist. Aus unserer Sicht sieht der Flughafen jetzt nicht sonderlich erbaulich aus. Und ja, müssen wir mal sehen. Jeder Tag bringt ja neue Flugzeuge mit sich, hoffentlich auch noch in Zukunft. Und jeder Tag gibt auch immer kleine Meldungen, wo Menschen, die wir kennen, die wir schon seit langem versuchen zu unterstützen, vielleicht doch in dem Flugzeug sitzen und dann auf einmal in Deutschland sind. Und dann freuen wir uns, denn für jede Seele, die wir da raus noch holen, dafür war es das wert, dass man da viel mehr hätte tun können und dass da gar nicht so viele Menschen in die Hand der Taliban hätten fallen müssen. Dafür haben wir lange, lange versucht zu kämpfen und aufzuzeigen. Wir hatten eigene Konzepte. Ich finde es immer blöd, wenn man nur kritisiert. Wir hatten eigene Konzepte, die hätten wir umsetzen können. Da hat nur ein bisschen politischer Wille und ein bisschen Geld gefehlt. Als wir das Geld dafür hatten, war es zu spät und der Flughafen in Kabul gesperrt. Und davor haben wir das Geld naiverweise dafür genutzt, um den Menschen eine Chance des Aufenthalts in Kabul zu geben. Wir finden das richtig. Aber es ist halt leider eine lange Kette von Versäumnissen, wie wir finden. Und ja, ich durfte heute ja in der Pressekonferenz des Innenministers sehen und hören, dass man im Innenministerium auf jeden Fall schon mal keine Fehler gemacht hat. Das freut uns. Wir werden sicherlich in den nächsten Tagen oder Stunden von anderen Ministerien die gleiche Bewertung finden. Das ist genau das, was wir schon seit Monaten als Problem deklariert haben, dass jeder Einzelne in diesen tollen Prozessen immer der Meinung ist, seine Rädchen drehen sich so wunderschön und sie sind so glänzend und sie sind auch ganz toll geölt. Und wenn sie noch ein bisschen schneller sich drehen, aber dass sie nicht ineinander greifen, das hat niemanden interessiert, dass dort echte Menschen immer noch in Safehäusern saßen und nie ein Visa-Prozess auch nur begonnen hat. Das interessiert dann letztlich vielleicht noch die Geschichte. Ich werde daran erinnern. Und da werde ich genauso ausdauernd sein wie bei der Unterstützung der Ortskräfte. Und dass das nicht aufhört, nur weil die jetzt in Afghanistan verbleiben müssen oder vielleicht in Nachbarländer fliehen müssen, das ist auch klar. Wir werden sehen, wie wir den Menschen dann weiterhelfen können. Für uns hört diese Verpflichtung nicht auf, auch wenn der ein oder andere vielleicht meint, ja, wenn die dann nicht in ein Flugzeug steigen dann oder aus in einer Region sind, wo wir jetzt nicht mehr hinkommen, ja, dann sind die halt nicht mehr da. Nee, die sind immer noch da. Danke, Herr Groth. Jan, ich würde gerne ein bisschen schon anfangen, die Fragen aus dem Publikum vorzulesen. Die erste würde ich mir auch rausnehmen, selbst zu beantworten. Gibt es irgendwas, was wir von Deutschland aus für Sie tun können, für die Menschen, die dort noch schutzbedürftig sind und jetzt nicht ausreisen können? Ich war heute auf einer Demonstration in Düsseldorf. Es gab in den letzten Tagen in Deutschland, zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern war, ehrlich gesagt, sehr viele Demonstrationen, die das Entsetzen über die Verantwortungslosigkeit der Regierungen zum Ausdruck gebracht haben und gleichzeitig, so wie auch das in der Stadt Düsseldorf der Fall ist, die Aufnahmebereitschaft von eben jenen Schutzbedürftigen signalisiert haben. Und das mag etwas nach Symbolik klingen, aber meiner Meinung nach ist das in diesem ganzen Prozess auch nicht zu unterschätzen. Eine andere Frage aus dem Chat war, ob es irgendwelche Hinweise darauf gäbe, dass das vielleicht auch gar nicht gewollt wäre, die Leute zu schützen. Ich kann natürlich jetzt auch nicht in den Kopf von Heiko Maas, Horst Seehofer und Annegret Kramp-Karrenbauer gucken, aber ich frage mich schon, ob die Schlagzeile Seehofer lässt 9.000 AfghanInnen
nach Deutschland, ne, mit Familie und so weiter, im Mai Begeisterungsstürme ausgelöst hätte bei der ein oder anderen Presse, bei der ein oder anderen politischen Vereinigung. Und ob man nicht vielleicht doch, das ist jetzt ehrlicherweise eine Unterstellung, aber das erlaube ich mir an der Stelle, ein bisschen Sorge vor genau solchen Schlagzeilen hatte und deswegen nicht allzu beherzt diese Probleme angegangen ist. Und da ist es dann umso wichtiger, dass jetzt Zivilgesellschaft auch noch mal mehr in der Breite eben sagt, nee, nee, wir als Deutsche und wir als EuropäerInnen finden, dass unsere Regierung diese Verantwortung tragen müssen. Und wenn sie es nicht bisher getan haben, dann verdammt nochmal, sollen sie es doch jetzt endlich wenigstens tun. Und wir sind auch hier vor Ort bereit, unseren Beitrag dazu zu leisten. Winnie hat eine Anmerkung dazu, die ich gerne aufnehmen würde. Ja, und dann kommt noch was weiteres dazu. Das ist die Erfahrung, die wir auch gemacht haben im Rahmen dieses Aufrufs, also zur Unterstützung der Rettung von Ortskräften vom 14. Mai, dass wir da nämlich in Kreisen Unterstützung gefunden haben, die sich normalerweise in öffentlichen Aufrufen oder die nicht unterschreiben. Das waren dann ehemalige Botschafter, das waren dann so eben Leute verschiedenster Couleur, die aber eben mit Afghanistan zu tun haben. Dann also eben besonders erstaunlich viele höchste Generäle. Und wenn ich so verschiedene angesprochen habe, gerade so auch aus dem traditionellen sicherheitspolitischen Bereich, da war auffällig, dass für die erstens also klar war, wie unheimlich wichtig also diese Ortskräfte vor Ort waren. Ohne diese Ortskräfte wäre man taub, stumm und dumm gewesen, also noch dümmer. Das ist das eine, dass das durchweg so bewusst war. Und dann das zweite, dass wenn man so auf die angewiesen war, dass da Fürsorgepflicht in der Not selbstverständlich ist, dass Verlässlichkeit selbstverständlich ist. Und sonst wird ja immer so von Bündnistreue geredet, ne, im Rahmen von Sicherheitspolitik. So, und diese Leute sind sozusagen Verbündete am Boden gewesen und gegenüber denen ist Verlässlichkeit, eben Unterstützung in der Not A und O unverzichtbar. Und das ist in weiten Teilen also der Gesellschaft, weit über sozusagen links-grün alternatives Spektrum hinaus, sehr, sehr Konsens. Deshalb also eben, glaube ich, kann man das also auch noch mehr nutzen, also diesen breiten Konsens also in dem Bereich. Und eine Sache, die ja auch noch läuft, jetzt eine Petition über Change.org, also eben bisher innerhalb von 3 Tagen 75.000 Unterschriften. Also das geht jetzt also schon knallig nach oben. Soweit. Ich würde jetzt gerne nochmal eine Wortmeldung aus dem Publikum drannehmen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ahmad Shoaib Gulami, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Sie müssen sich selbst entstummen. Nee, Max schreibt gerade, er macht das. Jetzt ist er weg. Oh, da ist schon wieder rausgeflogen aus dem Chat. In Ordnung. Dann klappt das leider nicht. Dann würde ich nochmal in die Fragen reingucken. Also viele der Rückmeldungen aus dem Publikum gehen natürlich in die Richtung, was können wir jetzt von Deutschland aus tun? Wenn aus dieser Runde da noch Impulse sind, würde ich die gerne aufnehmen. Ja, da ich hätte einen Kommentar dazu. Ja, Andrea Thies, ja. Ja. Also im Moment ist es ja für die Mitarbeiter ganz kompliziert, den Flughafen zu erreichen. Wir haben heute zwar die Mitteilung bekommen, die Checkpoints sollen nicht mehr so aktiv gewesen sein, aber in Front des Flughafens standen zehntausende Menschen. Ja, und wenn dann jemand vielleicht mit einer Information kommt, dass die Niederlande ihn aufnehmen, ja, wie soll das verifiziert werden? Dagegen machen die Franzosen eine koordinierte Aktion. Die haben einen Treffpunkt in der Botschaft bekannt gegeben und begleiten mit entsprechenden militärischen Mitteln diese Gruppe zum Flughafen. Das heißt, es gibt innerhalb NATO und der EU hier keine große Koordinierung, so wie wir das sehen. Ja, also
solche Abstimmungen sollten wirklich vor Ort koordiniert werden. Das ist das, was wir eigentlich nicht verstehen, warum man das nicht macht, warum wieder jeder Mitgliedstaat sein eigenes Procedure, seine eigene Methodology hier umsetzt. Ja, also das ist ein großes Problem für uns zu sehen, dass man diese Koordinierung, die jetzt auch von den Vorrednern angesprochen wurde, ja nicht umsetzt. Also wir sehen sie nicht vor Ort. Bestimmt reden die miteinander, aber welche Aktionen daraus formuliert sind, das ist auf einem ganz anderen Tablett. Ne? Herr Grotian? Ja, also ich denke, dass wie ein Land dann die Menschen irgendwie evakuiert, ob sie da gute Ideen oder schlechte haben, das sollte man denen jetzt erstmal in Ruhe machen lassen. Das ist die operationelle Ebene. Da glaube ich auch nicht, es ist hilfreich, sich irgendwie da einzumischen und jeder, der eine tolle Idee hat, wie die, also jedes Land, wie sie an Menschen, die Menschen in den Flughafen kriegen, sollen sie das doch bitte machen. Denn jeder Mensch, der da reinkommt, ist einer, der eine Chance hat, auf dem Flughafen in ein Flugzeug zu steigen. Und ich denke, da ist eine Koordinierung auch nicht nötig. Dass die Möglichkeiten von Deutschland aus in irgendeiner Form zu helfen, sind quasi null. Dass die wenigen Chancen, die es noch gibt, das werden die Operateure jetzt in diesen Momenten entscheiden müssen und tun. Es gibt auch noch zivilgesellschaftlich Ideen, da kann man nicht drüber reden, weil Ideen, die vorher schon bekannt sind, sind dann ganz blöde Ideen, weil dann kennt sie ja schon jeder. Insofern, da gibt es bestimmt noch tolle Ideen. Ich wüsste zum Beispiel Menschen, die da Ideen haben, aber egal. Aber die Zivilgesellschaft hier in den Ländern und in Deutschland da jetzt gerade nichts mehr machen kann. Wir müssen von den Politikern fordern, dass die vorher einen Plan haben und ein Konzept, wie sie mit Ortskräften und mit Menschen, deren Dienste wir brauchen, wie man mit denen umgehen will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es intelligent ist, auf strategischer Ebene, davon ab, dass ich es auch moralisch höchst schwierig finde, was wir hier gerade getan haben. Aber auch strategisch ist es wohl nicht das Schlauste, da den Eindruck zu erwecken, wenn man als Ortskraft für uns arbeitet und alles geht schief, dass wir dann die Schultern zucken und abhauen. Das ist vielleicht nicht, wie wir das uns wünschen würden. Und dafür muss es aber Konzepte geben, wo man von vornherein den Menschen auch belastbar sagen kann, unter welchen Rahmenbedingungen wer, wann, wie, wo ein Recht hätte, betrachtet zu werden oder nicht. Ich hatte überhaupt kein Problem damit, als man 2013, 14 Ortskräfte aufgenommen hat. Da hatte man eine Einzelfallüberprüfung und die führte zu circa 40% von positiven Aufnahmen. Positive Zusagen, dass man nach Deutschland kommen konnte, das fand ich beim Wechsel von ISAF zu RS, der Folgemission mit weniger Ansatz und weniger Personal, fand ich das durchaus erträglich. Dass danach die Aufnahmequote oder die Chance einer solchen Gefährdungsanzeige quasi auf 2-4% gesunken war. Das haben wir seit 2015, 16 oder seit 16, als wir das dann gemerkt haben, haben wir das versucht anzusprechen und kritisiert. Es hat nicht viele Menschen interessiert, bis zum Glück dann das Bündnis auch von Initiative von Herrn Nachtwey und anderen das aufgegriffen haben. Unsere Kritik, dass wir lange Jahre die Menschen zurückgelassen haben, und dann war halt die Entscheidung, nur die Ortskräfte, die in den letzten 2 Jahren für uns gearbeitet haben, war uns dann halt deutlich zu wenig. Wir hätten viel zu viele Menschen zurückgelassen. Aber kommen wir mal ganz kurz noch zu zurückgelassen. Auch heute noch haben wir, wenn der Innenminister heute sagt, es geht um 5000 Ortskräfte und ihre Angehörigen, da freue ich mich, denn das ist eine Zahl, die wir selber ausgerechnet haben. Und wenn er das denn so sagt, dann scheint er ja mit mir oder mit uns da einer Meinung zu sein. Was uns stört, ist, das sind die Visa-Berechtigten, die Deutschland sich rausgesucht hat. Und es gibt halt auch noch 4000 andere Ortskräfte und ihre Familienangehörigen, die man politisch gesehen ausgeschlossen hat. Wir reden hier also über eine größere Zahl. Ja, und dann reicht es mir halt nicht, dass man sagt, ja, aber die dürfen jetzt alle kommen. Wenn der Innenminister heute gesagt hat, alle Ortskräfte dürfen nach Deutschland kommen, dann muss einem klar sein, dass niemand auf der Liste steht, der für das Auswärtige Amt vor 3 Jahren gearbeitet hat. Und das ist jetzt nicht irgendwie
eine ganz besonders krasse Einschränkung. Oder das, beziehungsweise das ist eine da werden halt fast 50% der Menschen werden da ausgeschlossen, die für uns gearbeitet haben. Das wird immer oft vergessen. Die Leute glauben immer, wenn wir sagen, da lassen wir Menschen zurück, die für uns gearbeitet haben, das wären Subunternehmer. Das kommt noch dazu. Wir haben ganz viele echte Ortskräfte, die wir schon politisch ausgeschlossen haben. Und da will ich Ihnen eins sagen, es gab da Anträge von Fraktionen, der ein oder andere ist, glaube ich, Mitglied dieser Partei. Ich bin da neutral, ich habe kein Parteibuch, ich möchte es nur erwähnen. Diese Anträge auf Aufnahme von Ortskräften, Sammelaufnahmen, wurden abgelehnt mit der Begründung, es müsste eine Einzelfallentscheidung geben. Okay, wenn ich dieser Argumentation folge, wie kann es dann aber sein, dass es Sammelablehnungen gibt? Denn alle, die vor 2019 für verschiedene Ministerien gearbeitet haben, Auswärtiges Amt, Wirtschaft und Entwicklung, die sind sammelabgelehnt. Egal, was für ein Schicksal die haben. Und dann muss ich sagen, Einzelfallentscheidung ja, dann 100%. Dann muss jeder die Chance haben. Denn es gibt tatsächlich Fälle, da hat jemand von 2012 für die Bundeswehr gearbeitet, der ist immer noch auf Videos bei YouTube, steht da und hat deutschen Generälen gedolmetscht und der wird jetzt bedroht. Und der hat aber keine Chance auf eine Gefährdung anzuzeigen. Und dann gibt es noch die zweite Auflage, ebenfalls eine bürokratische Hürde, die ich gruselig finde. Eine Gefährdungsanzeige von jetzt kann also nur, wenn jemand 2013 für uns gearbeitet hat, ist die für Polizei und Bundeswehr, dann ist die nur möglich, wenn er in der Vergangenheit schon eine gestellt hat, die abgelehnt wurde. Das kennen wir, wenn ich bei der Polizei anrufe, weil mein Nachbar mich bedroht, dann guckt die Polizei und sagt, ja, sie haben in der Vergangenheit ja noch nie angerufen und dann legen die auf. Das ist uns ja völlig klar. Aber das wusste der Afghane vielleicht nicht. Und nein, das ist natürlich völliger Quatsch. Was ist das für eine bürokratische Regel? Warum muss ich in der Vergangenheit schon mal bedroht worden sein, damit ich jetzt gerettet werde? Das sind Menschen und das verstehe ich nicht. Und ich finde das sehr verstörend, wie wir da vorgehen. Danke, Herr Grotian. Sarah de Jong. Sorry, just to respond to that, because I think what's really important here is also that in this particular situation that Marcus is sketching right here, Germany is an exception, right? So there's also a major inconsistency that if you have worked in exactly that same role for, let's say, the UK or the Netherlands, that same restriction wouldn't be applied. And that's just the unbelievable thing about it. It also doesn't recognize at all that the geopolitical situation of Afghanistan has changed massively. So even if you weren't threatened a few years ago, of course, in this particular constellation, the situation would be very different. To come back to the question about what people can do nowadays, I think, I mean, Marcus and I, we were exchanging messages also that we are just feeling completely exhausted and sometimes well-meaning gestures to reach out to us with extra help are even exhausting because we aren't able to respond. But I think what is really important is that after this week or next month, this issue isn't over. I mean, people also need to be welcomed in the community, of course, once they settle in Germany or the Netherlands or the UK, etc. And what is really important there is that, unfortunately, this is still a very stigmatized group. I mean, mostly young male Muslims who aren't always, you know, recognized as somebody who, of course, contribute massively to society. So it's very important that we make sure that we recognize the work they have done for us, that we make sure that they have access to the labor market, that they have access to education. And again, here, Germany, unfortunately, has some legal restrictions in place that make it very difficult for people to contribute to society and to integrate into society because their legal status initially is a temporary one. And again, Germany is a negative exception here because the UK is now looking to changing people's status immediately to indefinite leave to remain. And of course, that would make things much easier. At the same time, I also agree with what Winfried Nachtwey was saying. It is interesting that our government seem to be so worried about relocating these particular people when not only in Germany, but also in the US, in the UK, strikingly, even people who are more on the conservative right have always been extremely supportive of this group. One of the main journalistic campaigns in the UK is run by the newspaper, The Daily Mail, which is a tabloid newspaper, which is normally very anti-immigration. But under this name, Betrayal of the Brave, they have been supporting this. In the US, it has always been a bipartisan issue. So Republicans and Democrats have realized how important this issue is. So
This is an issue where maybe we should take it out of the migration debate and just think about it in terms of responsibility from an employer to an employee, people who have worked for us. You know, let's not mix it in with Islamophobia. Let's not mix it in with immigration quotas or anything like that. Just think about it in terms of what are our obligations to someone who has worked for us and who, as a result of that employment, is facing threats. I think it then also becomes much clearer that we also have obligations that continue to the future about how we care for their psychological and physical wounds. I mean, unfortunately, again, Western soldiers served for 6 months, American soldiers for 12 months in Afghanistan, but many of these people have worked, you know, in very exposed roles for years and years and years and years. And many of them, unfortunately, have sustained both psychological and physical wounds. And we need to make sure that we provide them with the aftercare that they have a right to receive. Danke, Sarah de Jong, nochmal für deinen Beitrag. Ich würde jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen und Ahmad Shoaib Ghulami versuchen dranzunehmen. Max, wenn du ihn entstummen könntest. Er ist jetzt nämlich wieder da. Das scheint nicht zu klappen. Es scheint jetzt doch zu gehen. Also du kannst jetzt was sagen. Sie können jetzt was sagen, Herr Shoaib Ghulami. Noch können wir nichts hören. Okay, das scheint nicht zu klappen. Es gibt noch eine andere Wortmeldung zu der Frage, wie, also welches Programm hat die Taliban, von Lucian Irimiai. Wenn er jetzt gerne dazu sprechen möchte, dann würde ich auch gerne die Gelegenheit dazu geben. Lucian Irimiai, wenn du möchtest, wenn Sie möchten, dann können Sie jetzt gerne sprechen. Wir würden Sie einmal entstummen. Okay, can I speak now? Yes. Let's tell our countries, our officials, to observe, to supervise the developments in Afghanistan for 4 weeks, discreetly but very precisely, and let them unfold what they want to do, their program. I understand they have an emblem, a new coat of whatever, an emblem, a new emblem. I saw it today. It was a sun, a book, an open walls building, some grains, and some inscription in Arabic. I don't get it what to said, but. Except that inscription, it seems very open to me, to a new future, to something new. Well, this is the what they say, but they must have a program, concrete program, to say what they intend to do and to stick to that program. And first of all, they must handle those who fired at the manifestants to international court, and let them not to stick with them, not protect them if they're true. This is a thing they shouldn't do if they try to be democratic. And well, now another point. Yeah. Islam is a singular religion in the world. It's standing apart from the other religions who propagate love and peace. They mostly propagate hate, propagate force, and one person ruling, and justice that went to the extreme and are not well understood sometimes. But well, they had four forerunners before them, like Harun al-Rashid in the 1001 Nights. Well, this I think it was a wise ruler and justice maker. But well, now let's see what they intend to do, and then take action.
Okay, danke für Ihre Frage. Ich habe also das Zweite, würde ich gerne noch mal kommentieren. Nur weil die Taliban sich auf den Islam berufen, heißt es nicht, dass die Taliban den Islam vertreten. Ich glaube, das ist auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern heute hier klar. Da gab es ja in jüngster Vergangenheit auch ganz andere, die das so für sich versucht haben zu vereinnahmen. Und das würden wir an der Stelle nicht nochmal reproduzieren oder uns sozusagen das verkaufen lassen. Der erste Hinweis, den fand ich ganz wichtig, nämlich auf die Frage, mit welcher Taliban haben wir es da jetzt eigentlich zu tun? Womit ist zu rechnen? Es gab Hinweise, man wolle Frauen vielleicht sogar ins Ministerium lassen, die sollten auch ruhig weiter arbeiten, alles im Rahmen der Scharia. Also es werden Signale gesendet, die ein bisschen, glaube ich, beruhigen sollen, den Westen beruhigen sollen. So schlimm wird es nicht. Die Panik der Zivilbevölkerung nach der Einnahme Kabuls spricht eine andere Sprache. Vielleicht auch in dieser Runde noch die eine oder andere Einschätzung dazu. Wer mag, ich habe Sarah de Jong schon zucken sehen und Winnie, dann gerne an Winfried Nachtwey. I'm happy for Winnie to go ahead. No, Sarah, please. I think just to reinforce what Sarah said, also the Afghans that I speak to on the ground say to me that that it is first propaganda to reassure the West what is initially being said. And for them, at least, and I'm just conveying also what they say to me, it's not taking away their fears at all. There might also be a difference in the Taliban in the sense that there might be a difference between what some of the leaders say and what some of the foot soldiers do. I do think it's important, really, in general, to follow the saying that actions speak louder than words. And the Taliban has said several things also in the negotiations with the US, of course, that they wouldn't take over the country, which they have done. And so I wouldn't take their word for it. And as I said, most of the local staff wouldn't trust taking their word for it. I also feel that there is on social media sometimes a tendency by some journalists to just reproduce this information that, you know, the Taliban has said this, and so we're just circulating that as well. And I think it's really important not to do that. Also, from a feminist perspective, when I see that male journalists are simply circulating that information, when we hear a lot of women on the ground already indicating that they have been barred from work, we know that female presenters have been taken off television, soaps have been taken off television immediately this weekend already. So to say that things are peaceful, but repressive, and that's okay, you know, it is absolutely not acceptable, I think. Behind that rhetoric, there is some serious repression that is affecting many people, you know, including women, including people with different sexual and gender identities, including people who are associated with what would be classed as an anti-Islamic or Western lifestyle, whatever that would be. And as I said, I do think we have to really look at actions and not just look at words, which I also would apply to any Western politician, by the way. Okay, ich habe gerade noch mal so ein bisschen durch die Fragen gescrollt. Ich glaube, einiges wurde jetzt auch im Gespräch schon beantwortet. Viele andere bleiben offen. Zum Beispiel die Frage, was... du wolltest dich zu dem Punkt noch melden, Entschuldigung. Ja, also das ist ja jetzt schon mehrfach angesprochen worden, ist ja auffällig, also wie moderat jetzt also eben die Worte sind oder das Verhalten zunächst mal so auch vor Ort, also bis zu einem Fernsehinterview einer Frau mit einem führenden Taliban-Führer. Also das in früheren Taliban-Zeiten wäre das eine Todsünde,
ich weiß nicht, ob die den Begriff der Todsünde haben, ne? Also sowas in der Art, also wäre das auf jeden Fall gewesen. Also das ist schon bemerkenswert und völlig richtig, also auch, dass da eine erhebliche taktische Absicht dabei ist, nämlich also eben sozusagen nicht international von vornherein in Isolation zu kommen, sondern also eben so rund um was zu beruhigen. Auf der anderen Seite sind das dieselben Kräfte. Ich habe das vorher also eben kurz erwähnt, welche Terrorkampagnen eben da in den letzten Monaten vor allem und auch Jahren also gelaufen sind. Und zwar also mit, das ja alles was genauer verfolgt, aber das waren also eben oft dann wirklich inzwischen Massakeranschläge im Grunde, wo dann vor allem Zivilbevölkerung drunter gelitten hat. Und ich meine, Leute, die sowas in Auftrag geben und durchführen, nach aller Erfahrung ändern sie sich so schnell zu Friedensengeln dann doch nicht. Ne? Also insofern richtig da also eben dann auf die Taten zu gucken. Aber zugleich aber ist es auch so, dass also die Taliban keine homogene Organisation sind. Die sind wohl erheblich organisiert, hierarchisch organisiert, aber es gibt also zumindest also einen erheblichen Gegensatz also mehr zwischen der Truppe am Boden, also den Feldkommandeuren und so weiter, die in der Regel also als deutlich radikaler und ideologischer dann also gewertet werden, als also eben diejenigen zum Beispiel, die im Wesentlichen in Doha dann also die Gespräche geführt haben, auch so also ein bisschen ältere Generationen und dann aber eben, wo es auch möglicherweise gewisse Lernprozesse gibt. Und in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, hat man am Boden in Afghanistan in der Tat dann auch gewisse Veränderungen bei den Taliban erlebt. Einerseits, das ist deren erheblicher Vorteil gegenüber der bisherigen, also eben Staatlichkeit, ziemlich oder weitestgehend unkorrupt. Und das ist in einem solchen Land also ein geradezu strategischer Vorteil. Das ist das eine. Und dann das andere. Ich habe selbst solche Projekte, also Kontakte zu denen, die also eben zum Beispiel großes Berufsbildungsprojekt also bei Mazar, die inzwischen also eben seit 2 Jahren mindestens in einem Taliban-kontrollierten Gebiet arbeiten. Aber die haben keine Probleme mit den Taliban. Tatsächlich keine. Jetzt nicht nur sozusagen bei der Übergangsphase, da hat es dann auch Besuche von denen gegeben, haben gesagt, also keine Gewalt und soll alles weiterlaufen, arbeitet schön, sondern das ist schon seit Jahren also eben so. Das heißt also eben die Erwartungen auch in der Bevölkerung, in der Breite der Bevölkerung sind jetzt mehr, ja, meine Tochter, die soll auch eben eine Schulbildung kriegen. Also da hat es gewisse Verschiebungen also eben gegeben. Aber welche Seite dann mit der Zeit sich mehr durchsetzt, was es da mehr Bewegung gibt oder mehr Verhärtung, das ist noch völlig offen, glaube ich. Aber es ist unheimlich wichtig, auch bei solchen Bewegungen, die also eben eine ganz massive terroristische Komponente haben. Aber die sind ja nicht nur Terrorgruppe, sondern gleichzeitig ist auch eine nationalistisch gestellte, gegen die Besatzer sozusagen. Also da genau hinzugucken und dann also eben auch differenziert darauf also eben zu agieren. Herr Groth, auch da nochmal. Ja, noch eine kurze Bemerkung, ja? Ja, ich würde jetzt einmal Markus Grotian kurz vorher dran nehmen, weil er sich gemeldet hatte und dann mal Frau Thies, das in Ordnung ist. Ja, für mich ist immer ein ganz wichtiger Hinweis, ob man mit einer Personengruppe denn jetzt irgendwie, ob man denen vertrauen kann oder nicht, wie wir so mit unseren eigenen Staatsbürgern in deren Kontext umgehen. Und wenn wir unsere Staatsbürger evakuieren und unsere Botschaft Hals über Kopf zum Flughafen bringen und dann mit amerikanischen Maschinen rausfliegen, dann erschließt sich mir nicht, dass man 36 Stunden später darüber diskutiert oder überlegt, ob man mit denen irgendwie, ob es jetzt doch nicht so schlimm wird. Ich habe heute schon Exekutionsvideos gesehen, aus anderen Regionen. Ob die echt sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Wer da wirklich erschossen wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass in Afghanistan Menschen in der Hand der Taliban sind, die da nicht hingehört hätten. Und da ist es mir völlig egal, ob das jetzt gerade die Gemäßigteren oder gerade die Extremisten sind. Das war ein kapitaler Fehler und das war ein furchtbares strategisches Aussetzen unserer eigenen Werte, die wir da vielleicht hätten verkaufen können. Denn wenn der Afghane uns sagt, der von uns beschäftigt war,
weißt du, gemäß Scharia hättest du das nicht mit mir machen dürfen. Da hätte man dir die Hand abgehackt. Dann haben wir vielleicht unsere Werte nicht so verkauft, wie wir das gedacht haben. Und letztendlich sind wir da unseren eigenen Ansprüchen sicherlich weit hinterhergegangen. Frau Thies. Ja, die Mehrheit unserer Mitarbeiter hatte ja die Taliban-Herrschaft erlebt. Viele davon als Jugendliche oder auch damals noch Kinder. Aber sie kennen die Auswirkungen auf die Familien und sind natürlich sehr, sehr skeptisch und sagen, innerhalb dieser Zeit gibt es kaum eine Änderung von den Taliban, die auf dem Grund in den Städten sind. Wie die obersten Führungen sind, ja, das ist eine andere Seite vielleicht. Wir haben aber auch Mitarbeiter gehabt, die zu den ethnischen Minderheiten gehört, zu den Hazari. Und hier ist natürlich das Verständnis für jegliche Unterstützung der Taliban überhaupt nicht vorhanden, weil es gab ja hier in den Jahren der Taliban-Herrschaft ganz schlimme Massaker im Bamiyan-Gebiet. Also diese Problematik muss man einfach sehen. Ja? Also bei uns herrscht die Skepsis da doch sehr, sehr vor und nicht irgendwie, die werden sich da schon irgendwie geändert haben. Ne? Ja, danke für Ihre Einschätzung nochmal dazu. Ich versuche nebenbei noch im Chat interessante Beiträge ausfindig zu machen. Einige drehen sich darum, wie man jetzt konkret Menschen, also viele von Ihnen, die auch heute Abend zuhören, haben selbst Kontakt zu Leuten, die an verschiedenen Punkten in Afghanistan oder auf der Fluchtroute oder sozusagen in Deutschland und Afghanistan betroffen sind und gerne nach Deutschland kommen möchten, bedroht sind, vielleicht mal als Ortskräfte auch gearbeitet haben. Und sie fragen sich jetzt, wie können wir überhaupt damit umgehen? Mich erreichen auch jetzt selbst als Kandidatin von vielen Abgeordneten und Kolleginnen, weiß ich das auch, unzählige solcher Nachrichten. Es gibt dazu eine Info, die auch über die über den Account von Mission Lifeline gekommen ist, die wir gleich nochmal in den Chat reinposten würden. Das Auswärtige Amt hat nämlich eine entsprechende Krisen-E-Mail-Adresse eingerichtet, die wahrscheinlich überquillt. Dazu sei immer noch gesagt, dass das, was Herr Grotian gerade auch angemerkt hat, dass unser Empfinden oder auch die tatsächliche Bedrohungslage der Leute ist nicht immer unbedingt deckungsgleich mit dem, was die Behörden meinen, wen sie da noch auf irgendwelche Listen packen möchten und wen nicht. Also diese politische Ausgrenzung von tatsächlich bedrohten Leuten haben wir auch schon mal vorhin angesprochen. Nichtsdestotrotz, es ist, glaube ich, wichtig, dass jetzt da auch weiter gesammelt wird, damit erstmal klar ist, wie viele Leute denn sollte sich vielleicht auch eine andere Bundesregierung in den nächsten Monaten zu einer etwas weiteren Definition Schutzbedürftigen durchringen können, man dann auch da entsprechend schon Informationen hat, die dann schnell weiterhelfen können. Eine Meldung würde ich noch dran nehmen, und zwar sehe ich jetzt hier nur Lai Luma meldet sich. Sie werden gleich entstummt, dann müssten wir sie hören. Einmal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Lai Luma, wenn Sie möchten, können Sie jetzt sprechen. Sie müssen sich selber noch entstummen. Hallo. Hallo, das klappt. Hallo, ich hatte ein paar Fragen, weil meine Familie in Afghanistan, die haben als Polizist gearbeitet in Sicherheitsbereich. Und zwar, die sind gerade in Gefahr und können nicht in ihre eigenen Häuser rein, weil die werden bedroht, die Leute, die von Gefängnis ausgebrochen sind, und die werden ständig angerufen und die werden bedroht und sagen, ja, wir finden euch oder so. Und deswegen können die nicht in ihre eigenen Häuser reingehen.
Die sind gerade in fremde Häuser, haben sich versteckt, damit die nicht getötet oder so werden. Und haben Sie vielleicht eine Möglichkeit, wie man die von Afghanistan rausbringt oder so? Wir haben auch, wie heißt das? Dokumenten, wie man die Dokumenten an Sie schicken soll oder so. Herr Grotian, ich sehe schon, Sie im Stuhl. Ja. Ich kann nur sagen, wenn ich wüsste, wie ich eine einzige Seele rausbringe, dann würde ich das mit jeder, die da die es verdient und die es betrifft, und das finde ich, ist jede Seele, die da Angst haben muss um ihr Leben. Leider ist es so, dass die Rahmenbedingungen natürlich bei jemandem, der als Polizist oder Soldat des afghanischen Staates tätig war, keinerlei Verbindung mit deutschen Ministerien hatte. Auch wenn die natürlich von uns unterstützt wurden und gepartnert wurden und ausgebildet wurden, ist das halt kein, der hat halt für den afghanischen Staat gearbeitet. Und ja, also aus bürokratischen Gründen wird es da keine Möglichkeit geben. Wir haben 80% unserer eigenen Ortskräfte, die mit einem Arbeitsvertrag bei einem Ministerium beschäftigt waren, zurückgelassen. Und darüber hinaus ist halt die Chance gleich null. Ja, das ist bitter. Es gibt ja auch schon afghanische PolizistInnen, OffizierInnen oder Offiziere, die schon vor einiger Zeit das Land verlassen haben und jetzt zum Beispiel auch versuchen, ihre Familie nach Europa zu bekommen, was eben auch mit dem Visa-Verfahren wieder schwer gemacht wurde oder einfach schwer war. Die Problematik insgesamt des Familiennachzugs ist auch eine, die man jetzt auch nicht vergessen darf, weil da sind einfach auch total viele Leute, die, wenn niemand aus Afghanistan quasi vernünftig rauskommt, auch davon betroffen sind, dass sie nicht vernünftig rauskommen. Herr Grotian. Ja, den Punkt möchte ich gerne aufnehmen, denn Familiennachzug ist tatsächlich etwas, was jetzt gerne vergessen wird gerade, aber wir haben immer noch Ortskräfte in Deutschland, die seit 2 Jahren auf den Familiennachzug gewartet haben, die in der Zeit mit ansehen mussten, wie eine Botschaft, die vor 4 Jahren, glaube ich, angesprengt wurde, neu aufgebaut werden musste und sollte und immer noch nicht aktiv war zum Schluss. Das waren sicherlich die Erbauer des BER-Flughafens, die das gemacht haben. Das sind natürlich alles Rahmenbedingungen, wo auch so Sachen wie Familiennachzug ganz massiv verschleppt wurde. Man musste dafür nach Indien oder nach Pakistan. Die indische Botschaft war aber auch das halbe Jahr über schon nicht ansprechbar. Und so sind diese Fälle halt einfach vor sich hingewartet. Das ist auch, wenn man dann einen Termin gekriegt hat, dann ist der in 12 bis 24 Monaten. Das sind halt einfach Rahmenbedingungen, wo man sehen kann, dass da auch Familien jetzt nicht wirklich zusammengeführt werden sollen. Und das finde ich auch furchtbar. Das muss auch erwähnt werden, gerade wenn Menschen hier auch als Ortskraft hergekommen sind und hier einen Aufenthaltstitel haben, haben sie trotzdem diese Probleme. Und es erschließt sich mir überhaupt nicht. Und dass der deutsche Staat da nicht anders und flexibler reagiert hat, finde ich auch sehr beschämend. Das sollte vielleicht auch erwähnt werden. Ich würde jetzt einfach noch, es melden sich insgesamt noch 10 TeilnehmerInnen, die würde ich einfach noch mal versuchen, einige davon zumindest dranzunehmen. Ich habe jetzt hier als erstes Sabine Schmidt. Wenn Sie möchten, können Sie sich entstummen und sprechen. Noch hören wir Sie nicht. Sabine Schmidt, Sie sind schon zugelassen, um zu sprechen. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Danke. Ja, also ich möchte auch gerne wissen, was man eigentlich machen kann. Aber bis jetzt habe ich immer nur gehört, dass man eigentlich gar nichts mehr machen kann. Und noch nicht mal da Druck ausüben kann, dass sie die
Leute, die vor Ort sind, die Soldaten, die Menschen etwas besser sortieren, damit die sich nicht gegenseitig tottreten und damit die zumindest diejenigen, die Papiere haben, auch reinkommen und nicht dann weggedrängt werden. Aber das scheint ja da das Allerschwierigste zu sein, dass ja da 10.000 Leute vor den Toren des Flughafens stehen und sich gegenseitig bedrängen. Was kann man da irgendwas machen? Haben Sie da eine Idee? Wenn es Ideen gibt, wie man eine Menschenmenge von 10.000 bis 20.000 Menschen, die alle um ihr Leben fürchten und versuchen, durch ein kleines Tor zu kommen, mit einfachen Mitteln zu separieren und aufzuteilen, dann bin ich sicher, wäre jeder froh drum, um diesen Weg. Dass es ihn nicht gibt, zeigt, wie hilflos und ohnmächtig auch die Soldaten vor Ort in dieser Situation jetzt sind. Da gibt es nichts. Es ist, als wenn die Titanic untergeht und sie sitzen daneben in einem Schlauchboot. Da können sie keine Handlungen mehr machen, die noch das beeinflussen. Den Soldaten sagen, sie sollen ein bisschen besser arbeiten oder schneller, wird es nicht ändern. Auch Koordination, die unterhalten sich da unten vor Ort. Da wird es nichts geben, was die Zivilgesellschaft jetzt tun kann, außer vielleicht den Politikern aufzuzeigen, dass das, was passiert ist, Luft nach oben lässt in ihrer eigenen Einschätzung und dass sowas nie wieder sich wiederholen darf. Aber das ist alles verschüttete Milch. Da kann man hinterher nicht mehr, die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Wir haben das Zeitfenster verloren, wo Menschen nicht in Taliban-Herrschaft oder in ihrer Gewalt waren. Jetzt sind sie unterpfand bei Verhandlungen. Wie die Taliban damit jetzt umgehen, damit muss man jetzt auch ein Stück weit leben, denn es gibt da keine Druckmittel mehr. Man kann da jetzt nicht hingehen und sagen, und wir geben euch kein Geld. Das haben wir nämlich schon gesagt. Was will man ihnen denn entziehen? Ja, vielleicht will man ihnen jetzt Geld geben, damit Ortskräfte freigelassen werden, aber das ist dann schon, da zahlt man dann schon Lösegeld. Also das ist, ja, sind Rahmenbedingungen, die kann man jetzt nicht mehr beeinflussen. Das ist zu spät und das ist sehr traurig, ja. Winnie. In der Tat kann man gesellschaftlich sozusagen jetzt zu der Evakuierungsoperation selbst im Grunde nichts machen, aber trotzdem im Umfeld kann man ein paar Sachen machen, die weiterhin nicht unwichtig sind. Und zwar, auch wenn der politische Druck, auch der mediale, inzwischen erheblich ist, aber diese kleine Sache mit der Petition ist also nicht unwichtig. Dann also eben geht jetzt der Wahlkampf also voll los, wo sie eben auch Wahlkreisabgeordnete, Wahlkreiskandidaten auf Diskussionen sind, also an Ständen sind und so weiter, da das zum Thema machen. Ich denke, das wird auch also eben ein häufiges Thema sein, dann also eben war jetzt bis vor kurzem unheimlich wichtig, ein wichtiger Hebel, nämlich das, was also eben das Patenschaftsnetzwerk auf die Beine gekriegt hat, also in Kabul, nämlich mit den Safe Houses, die eingerichtet haben. Und das ist dann also eben nicht zuletzt durch eine Spendensammlung eben im Internet also eben hinbekommen worden. Da hat man das Geld also eben zusammengekriegt und das Patenschaftsnetzwerk also kümmert sich ja auch also um diejenigen oder um Teil derjenigen, die jetzt hier ankommen. Das sind ja also eben etliche. Das braucht Geld, das braucht also eben personelle Unterstützung. Also da kann man nichts dann sozusagen an der Evakuierung so unmittelbar machen, ne? Ich meine, die meisten hier in der Runde sind ja auch keine Fallschirmjäger zum Beispiel. Aber sonst, also eben im Umfeld, kann man einiges an Unterstützung leisten und dann schließlich, nicht unwichtig, jetzt über sozusagen die Ortskräfte hinaus gesehen. Es hat also eben bis vor kurzem hat es eine ganze Reihe von Entwicklungsprojekten, Aufbauprojekten, unterstützt von deutschen NGOs, also auch von der Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit und so weiter gegeben. Aber jetzt denke ich mal so an die NGOs, die seit langer Zeit da arbeiten, die hervorragend in der Bevölkerung verankert sind, die da gut ankommen und deren Problem ist. Die Spenden sind in den letzten Jahren unheimlich zurückgegangen, weil also eben Afghanistan einfach den Ruf hat, das ist ein Fass ohne Boden, hat gar keinen Zweck. Aber keiner weiß, was also eben zum Beispiel der Freundeskreis Afghanistan eben in Jagori, in einer Hazara-Enklave macht, die stark bedroht sind. Also solche
Hoffnungsinseln wenigstens zu unterstützen, die von der Öffentlichkeit also eben und Medien praktisch nicht wahrgenommen wurden. Das finde ich ist also unheimlich wichtig, weil also klar, mit diesen Hoffnungsinseln, da dreht man nicht also eben die ganze Lage in Afghanistan. Nein, aber da kann man was machen für Abertausende, Abertausende von Leuten. Und das ist viel, viel mehr als gar nichts. Danke, Winnie. Ja, ich finde es auch wichtig, dass wir bei der Diskussion neben dem ganzen völlig gerechtfertigten Frust über alles, was nicht funktioniert hat, auch die Menschen, die jetzt dann noch evakuiert worden sind oder die auch schon vorher Teil der Resettlement-Programme waren, nicht aus dem Blick verlieren, weil auch das Leben in Deutschland, Sarah de Jong hat das vorhin schon angesprochen, das Leben in Sicherheit, nach solchen Einsätzen auch immer mit besonderen Herausforderungen noch verbunden ist. Und dann ist sozusagen nicht alles damit geklärt, nur weil man ausgereist ist. Ich würde jetzt gerne noch jemanden dran nehmen. Jetzt sehe ich gerade, dass die Meldung wieder weg ist. Deswegen nehme ich noch jemand anders dran. Und zwar Katja Tempel hat sich gemeldet. Katja Tempel, wir hören Sie noch nicht, aber Sie... Ja, jetzt müsste es gehen, oder? Klappt es. Herzlich willkommen. Jetzt klappt es? Ja. Mein Name ist Katja Tempel, ich bin aus dem Wendland. Ich war im Mai, Juni im Rahmen eines solidarischen Einsatzes in Nordbosnien und habe dort eine Ortskraft aus Bosnien, die 2018 schon gehen musste, kennengelernt, zusammen mit der 15-jährigen Schwester. Ich glaube, das ist so wie diesen Menschen, den ich jetzt kenne oder wir als Verein Grenzenlos jetzt kennen, dass es viele Menschen gibt, die in den letzten Jahren schon geflüchtet sind und die für Bundeswehr, NATO oder irgendwelche zuarbeitenden Betriebe in Afghanistan gearbeitet haben. Und dass es sehr wichtig ist, wenn erstmal die Rettungsaktion aus Afghanistan noch besser läuft, diese anderen Menschen nicht zu vergessen. Und ich bin seit 2 Monaten am Versuchen, ich hatte auch mit Markus Grozian Kontakt, mit Winnie Nachtwey, mit verschiedenen grünen und linken Abgeordneten, mit den ganzen Behörden. Es ist fast aussichtslos, da weiterzukommen. Und ich bin im Moment eigentlich an dem Punkt, wo ich denke, es braucht kreative Lösungen. Und vielleicht sind auch kreative Lösungen, wenn wir solche Menschen kennen, und uns ins Auto zu setzen und die rüberzuholen. Und vielleicht gibt es Menschen mit einem Diplomatenpass. Vielleicht gibt es andere Menschen, die Zugänge haben über diese dichten Grenzen, die wir haben. Also wer in letzter Zeit mal Europa durchquert hat, nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Auto, das ist gruselig, was da passiert mit Wärmebildkameras und an den Grenzen. Das macht mich auch sehr wütend. Aber wir brauchen Lösungen. Und wer da mitarbeiten will, ich hatte da auch meine E-Mail-Adresse in den Chat reingeschrieben. Und die andere Frage für mich ist eigentlich, wie können wir diesen Menschen, die jetzt flüchten werden, weil sie nicht ausgeflogen werden aus Afghanistan, wie können wir denen eigentlich in diesen ganzen Fluchtländern, also auf der Route jetzt, wie können wir denen dort helfen? Brauchen wir nicht eigentlich da auch sowas wie Safe Houses, keine Lager mit Zuständen wie auf Lesbos, sondern sichere Rastmöglichkeiten mit Verpflegung, mit medizinischer Versorgung? Brauchen wir nicht eigentlich offene Botschaften und Konsulate, wo man nicht ein halbes Jahr wartet, wie es damals in Idomeni war, bis man überhaupt einen Termin gekriegt hat in Thessaloniki oder in Athen? Also müssen wir nicht einfach unsere Zugangsschwellen außerhalb von Deutschland zu deutschen Strukturen, müssen wir die nicht eigentlich verstärken? Vielen Dank, Katja Tempel, für den Beitrag. Ich sehe noch einige Meldungen, die ich würde die einfach mal dran nehmen. Stefan Wiese habe ich jetzt. Stefan Wiese, wenn Sie möchten, wenn du möchtest, dann kannst du gleich sprechen. Noch hören wir dich nicht. Ja, ich habe zwei Fragen. Also eine an den Sven. Es wird ja sicherlich ganz viel mehr Flüchtlinge geben. Ist es nicht jetzt auch notwendig, dass wir entsprechend also sichere Fluchtwege, also auch Europa eröffnen und vor allem auch zu einer Kontingentierung kommen und dann also auf alle europäischen Länder Kontingente verteilen? Es ist ja jetzt schon so, dass der österreichische Innenminister Nehammer erklärt hat,
er sieht nicht ein, warum auch ein Afghane nach Österreich kommen soll und das mit einer schwarz-grünen Koalition. Und eine zweite Frage ist das, was hier noch gar nicht so angesprochen worden ist. Es gibt in Afghanistan, die wir betreuen, die auch bei uns in der Gemeindediakonie, ganz viele Menschen, die also Frauenrechtlerinnen sind, Menschenrechtlerinnen sind. Wie ist daran gedacht, diesen Menschen zu helfen, ihnen sichere Fluchtwege zu eröffnen? Es gibt in der Tat heute schon Meldungen über Ayana TV, dass es in Masra Sharif, ehemaliger Standort der Bundeswehr, zu Massenhinrichtungen von Frauenrechtlern gekommen ist. Das scheint wohl so auch bestätigt zu sein. Und da ist es so, es machen bei den Taliban die Stammesfürsten, die entscheiden vieles am Boden. Da in Kabul stellen sich Leute hin und erklären einiges, aber was machen die Stammesfürsten in den einzelnen Distrikten? Und das wird das Entscheidende sein. Und da kommt es schon inzwischen zu Übergriffen. Es ist auch in anderen Gegenden zu Demonstrationen gegen die Taliban gekommen. Und es ist dort auch geschossen worden auf die Menschen. Also diese zwei Fragen. Danke. Danke, Stefan Wiese. Ich würde jetzt noch eine Wortmeldung rannehmen, bevor ich nochmal bei Ihnen und euch um Antworten frage, und zwar von Lailuma. Ich wollte Sie vorhin schon rannehmen, das hat aber nicht geklappt, wenn ich mich recht erinnere. Und Lailuma, wenn du möchtest, dann kannst du jetzt sprechen. Oh, sie war schon dran, schreibt Max mir gerade. Dann ist die Meldung wahrscheinlich noch von vorhin. Entschuldigung. Genau, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Dann würde ich jetzt als nächstes dran nehmen. Ja, genau, es gehen einige Meldungen wieder weg. Andere kommen dazu, springt ein bisschen. Maria Eugenia Lüttmann-Valencia. Wenn Sie möchten, Frau Lüttmann-Valencia, dann können Sie jetzt sprechen? Sie müssten sich einmal entstummen. Noch hören wir Sie nicht. Jetzt ist sie wieder weg. Okay, gut. Dann würde ich Dietker Later dran nehmen. Herr Later, wenn Sie das hören, Sie können jetzt gleich sprechen, noch hören wir Sie nicht. Hören Sie mich jetzt? Jetzt hören wir Sie. Guten Abend. Erstmal Grüße an den Nachtwall. Wir haben uns in Afghanistan getroffen, als ich damals Kommandeur von der dortigen Einheit war, der die Medienarbeit in Afghanistan gemacht hat. Meine Frage geht eigentlich ein bisschen 2008. Ja, meine Frage geht ein bisschen in die Zukunft. Ist es beabsichtigt, eine Art Flüchtlingsorganisation einzurichten, die es ermöglicht, dass Leute, nachdem die Evakuierungsoperationen abgeschlossen worden sind, aus Afghanistan heraus flüchten? Also ob man mit den Nachbarstaaten eine Art gesicherten Bereich, ich will jetzt nicht Safe Houses sagen, einrichtet oder vereinbart und von dort aus dann weiter nach Deutschland ausfliegen kann. Ist da eine Idee schon entwickelt worden? Ist das in den Köpfen? Denn das müsste ja politisch angeschoben werden. Soweit meine Frage. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich sehe, einige haben schon Notizen genommen und gucken nochmal in die Runde. Wer mag darauf antworten, das kommentieren? Das wäre dann jetzt auch sozusagen die Schlussrunde. Vini, ja? Ich könnte zu der vorletzten Frage was sagen. Zu der letzten, also eben, könnte ich jetzt nichts sagen so. Und zwar, wo es so um die Frauenrechtlerinnen so ging und die Berichte über Hinrichtungen sogar von Frauenrechtlerinnen im Raum Masar. Also zunächst mal, Frauenrechtlerinnen sind jetzt auch bei der Erweiterung der Definition, also von Schutzbedürftigen, jetzt so von Seiten der Bundesregierung, die gehören jetzt inzwischen auch dazu.
Ich habe das also eben vor, im April bei einer Frauenrechtsaktivistin also mitgekriegt, da war das die große Ausnahme sozusagen. Die musste nachweisen so ungefähr, dass sie ganz besonders, also eben überdurchschnittlich bedroht war. Und jetzt also eben diese Gruppe grundsätzlich also eben sozusagen evakuierungsfähig in Anführungszeichen, aber ob die durchkommen und so steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Was in Zukunft dazu gemacht werden kann und sollte. Ich glaube, sehr wichtig ist dann die weitergehende UN-Mission, UNAMA. Und die ja also eben jetzt da sonst also an internationalen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, so kaum noch was dann vor Ort sein kann wahrscheinlich, ist dann die Rolle dieser UNAMA besonders wichtig und die ja also eben eine ganz entscheidende Menschenrechtskomponente hat. Die hat also eben jedes Quartal berichtet über Zivilopfer im Rahmen des bewaffneten Konfliktes. Das war ein unheimlich wichtiges also Dokument. Und die muss dann also eben auch ein Auge darauf haben und das dann öffentlich machen, weltöffentlich machen, was es dann also an Menschenrechtsverletzungen gibt. Und dabei ist dann also auch zu berücksichtigen, das geht jetzt also eben über diese Ausgangsfrage so was hinaus, aber wir haben es ja vorher schon mal so angesprochen, die schiitische Hazara-Minderheit, die also eben in der Vergangenheit erfahren hat, also wie es ihnen unter den Taliban fürchterlich gehen kann. Da muss man, glaube ich, ein besonderes Auge drauf haben, weil da also eben auch besondere Massenverbrechen passieren können. Also da muss die sogenannte internationale Gemeinschaft besonders scharf drauf gucken. Soweit. Vielleicht von unserer Seite noch mal was, ja? Sehr gerne, ja. Ja, es gab ja die Frage nach einem europäischen Schlüssel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, wenn wir eine Allianz, sag mal, der Willigen hier hinbekommen, dann hätten wir schon wirklich große Fortschritte erreicht. Wie gesagt, an der CSDP-Mission EUPOL Afghanistan haben ja alleine 24 Mitgliedstaaten teilgenommen, also nicht alle. Wir hatten auch Third Countries wie Kanada, Norwegen, Neuseeland. Und wenn sich hier ein Teil schon zusammenschließen würde und sagt, also von den 130 plus Familienangehörigen nehmen wir die und die in unserem Land auf, dann wäre ja schon ein großer Fortschritt. Und nicht zu warten, bis mal alle sich irgendwo einig sind. Ich glaube, da können wir warten bis in die Ewigkeit. Das hat ja der Prozess seit 2015 deutlich gezeigt. Zur Zivilgesellschaft noch, Winnie Nachtwey hatte die NGOs angesprochen. Es gibt eine Vielzahl von NGOs im Bereich Menschenrechte, Wahlen, Frauen, die durch die Europäische Union voll gecovert wurden. Die sind ja bisher, sag mal, sitzen genauso zwischen den Stühlen. Ja, wir haben Kontakte zu diesen Einrichtungen. Und wo dieses Programm jetzt erweitert wurde, der Aufnahme in Deutschland, auch für Frauen und Menschenrechtsaktivisten, da haben wir gesagt, nehmt diese Adresse. Es gibt im Moment, kennen wir nichts anderes. Ja, die sind genauso bedroht, nur weil bei ihnen praktisch noch EU drauf stand. Ja, wir haben verschiedene Gespräche, verschiedene Mitarbeiter auch dort probieren wir, Lösungen zu finden außerhalb von EUPOL Afghanistan. Dann nochmal zur Zeit, ob jemand nur bis 2016 oder irgendwo gearbeitet hat oder wie lange. Das hat in unseren ganzen Bemühungen überhaupt keine Rolle gespielt. Wir haben gesagt, wer für EUPOL gearbeitet hat, unabhängig, wie lange unabhängig, wann diese Sache beendet wurde. Und wie gesagt, unsere Mission hat 2016 aufgehört. Der ist antragsberechtigt, der ist gefährdet. Also da haben wir eine ganz klare Sicht. Frau de Jong,
Ja, ich wollte nur noch sagen, dass es natürlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Programme gibt und es ist nicht zu sagen, dass es jetzt ideal ist, aber England hat natürlich gerade ein Relocation-Programm angekündigt, wo sie versprochen haben, in diesem Jahr noch 5.000 und in den nächsten Jahren 20.000 Leute aufzunehmen. Das ist noch immer viel zu wenig. Kanada hat auch 20.000 versprochen, aber es ist auch es ist schon wichtig, dass wenn wir Leute unterstützen, die jetzt auf Afghanistan flüchten wollen, dass wir auch einen internationalen Blick haben, dass es unterschiedliche Programme gibt und vielleicht, wenn es nicht mit dem einen Land geht, geht es schon mit dem anderen Land. Und diese Relocation Programs sind natürlich oder schaffen natürlich auch sichere Fluchtwege, weil sie direkt die Fluchtwege eröffnen und Leute nicht über Land nach Europa in eigener Gefahr dann reisen müssen oder ja auch Leute zahlen müssen, um mal nach Europa zu geraten. Und ich glaube auch, dass es immer wichtig ist, dass die Zivilgesellschaft auch zeigt, wo Deutschland eine Ausnahmeposition einnimmt, die nicht so schön aussieht. Ich meine, ja, es gibt schon andere Länder, die gerade die Visa-Applications in ein drittes Land verarbeiten, weil sie anerkannt haben, dass es wichtig ist, die Leute mal zum Sicherheit zu bringen und dann danach dort vor Ort die Dokumente anzuschauen und dann eine Entscheidung zu treffen. I think, you know, we need to learn from best practices and we need to also, you know, in the kind of following the principles of this mission. I mean, we need to have an international approach to this and learn from the best practices. Whereas what we see right now is rather like a race to the bottom, unfortunately. Herr Grotian, wollten Sie auch noch auf die Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum noch eingehen? Sonst würde ich Ihnen auch einfach so nochmal eine Schlussrunde sozusagen ermöglichen. Ich kann gerne auch noch ein bisschen später, ich bin gerade noch, gleichzeitig laufen ja noch Dinge, die vielleicht Menschen das Leben retten, deshalb bin ich auch immer mal wieder ein bisschen abgelenkt. Ja, verständlicherweise. Wir haben jetzt 9:15, wir wollten ungefähr bis 9 machen. Ich nehme mir dann einfach raus, nochmal selber ein paar Worte in die Runde zu richten, bevor ich das Wort an Sven Giebold übergebe. Ich bedanke mich erstmal dafür, dass Sie heute Abend hier waren, Herr Grotian, Frau Thies, Frau de Jong, lieber Winnie, aber vor allem auch für Ihre Arbeit, die, wie wir jetzt ja gerade auch hören, parallel noch weiter stattfindet. Ich glaube, unser aller Glaube an uns Mensch, an die Menschheit oder auch an europäische Werte, an das, wofür wir eigentlich auch als Demokratien stehen, wäre deutlich erschütterter, wenn nicht neben allem Versagen der Regierung noch zumindest aus der Zivilgesellschaft und aus den ehemaligen Verwaltungsmenschen da ein entsprechender Impuls kommt. Winnie will noch mal einhaken. Ja, und zwar, wo du die Zivilgesellschaft angesprochen hast. Und da haben wir also wirklich ein tolles Exemplar, heute ein besonders tolles Exemplar bei uns in der Runde, der Markus Grotian als langjähriger Vorsitzender des Patenschaftsnetzwerks ein vorbildlicher Staatsbürger in Uniform ist. Denn er ist ja im Hauptberuf Offizier, mit Einsatzerfahrung, also eben in Afghanistan. Und was er da mit dem Patenschaftsnetzwerk aufgebaut hat, geleistet hat, ist wirklich vorbildlich. Und Markus Grotian, deine Kameraden und Kameradinnen können stolz auf dich sein. Und vor allem vor dem Hintergrund dessen, was sonst die Bundesregierung sich da geleistet hat. Wenn wir jetzt in einer Halle wären mit 470 Leuten, dann wäre jetzt tobender Applaus, Herr Grotian. Ich glaube, das wissen Sie auch. Und auch von mir nochmal herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Ja, Sven, Wrap-up von dir.
Ja, erstmal, ich habe versucht, wirklich genau zuzuhören. Das ist ja vielleicht bekannt. Ich bin kein Außenpolitiker. Ich bin Finanzmarkt- und Steuerexperte und werde hier auch nicht simulieren, Experte für diese Fragen zu sein. Aber ich will auf ein paar Sachen vielleicht aus meiner Sicht nochmal eingehen. Das Versagen in den letzten Wochen, was zutage getreten ist, ist ja episch. Ich fange mal da an, wo ich zu Hause bin, ist die Europäische Union. Wie kann es sein, dass man Leute in einen Einsatz schickt, dort Leute anstellt, ermutigt? Da geht es ja zum einen um die Ortskräfte, aber auch bei der humanitären Mission ECHO mit Humanitarian Aid, also Leute ermutigt und fördert, als Demokratin, Frauenrechtlerin, Menschenrechtsaktive, Antikorruption aktiv zu werden. Und wenn der Krieg verloren geht, so muss man es ja bezeichnen, lässt man die da alleine. Das ist abgrundtief. Und was mich sehr wundert als EU-Politiker ist, dass die EU-Kommission, die eigentlich ja die Verantwortung hätte, hier zu leiten, oder der Rat der Mitgliedstaaten, hier keine Verantwortung übernimmt, sondern hinter verschlossenen Türen Appelle lanciert. Und wenn es da kein Ergebnis gibt, ja, dann ist das eben so. Aber das ist völlig unverantwortlich. Ich frage mich auch in diesen Sommertagen, wo ist Ursula von der Leyen? Warum übernimmt die keine Verantwortung? Warum greift die nicht zum Telefonhörer und versucht, so viele Leute wie möglich da herauszubringen, indem man eben mehr Staaten dazu bringt, die Leute mitzunehmen. Inzwischen ist natürlich die Lage dermaßen zugespitzt an dem Flughafen, dass die Schwierigkeit, da auf die Weise noch was zu erreichen, begrenzt ist. Aber ich glaube, eine Konsequenz aus all dem muss sein, dass ja dieses Thema nicht neu ist, sondern seit Wochen und Monaten wird über diese Frage hinter verschlossenen Türen verhandelt. Aus meinen Quellen höre ich, Deutschland hat für die 600, nur für die Ortskräfte, jetzt gar nicht zu reden von Subkontraktoren und Geförderten, angeboten 50 bis 60 zu übernehmen. Das heißt, weniger als unser Bevölkerungsschnitt. Das ist moralisch nicht erträglich, dass man wiederum Kontingente verhandelt. Das erinnert ja alles an die Lage da im Mittelmeer bei jedem Schiff, was kommt, statt zu sagen, das ist unsere Mission, da wird nicht aufgeteilt nach Leuten, die für die Niederlande übersetzt haben, Leute, die für Großbritannien übersetzt haben, für Finnland, für Deutschland, sondern wir haben eine Gesamtverantwortung für diese Leute. Und das bedeutet auch für alle anderen Missionen, dass natürlich in der Konsequenz da eine Klärung vorab erfolgen muss. Das ist ein moralisch unerträgliches Ergebnis, was wir hier zu zeitigen haben. Und das muss natürlich aufgearbeitet werden. Die deutsche Seite dabei, finde ich, was sich da in den letzten Tagen und Wochen gezeigt hat, auch was hier jetzt nochmal gesagt wurde, insbesondere von Herrn Grotjan, das ist ja dermaßen abgründig. Auch das muss aufgearbeitet werden. Dieser Bundestag kann das nicht mehr aufarbeiten, sondern Sarah, du, ihr müsst es machen. Und ich würde auch sagen, diese Aufarbeitung ist unabhängig davon, wer in der nächsten Regierung vertreten ist. Das muss gemacht werden. Ganz so, das ist zentral wichtig, aufzuarbeiten, wie das sein kann. Ich frage mich auch in den letzten Tagen immer, wo ist eigentlich der Vizekanzler? Der ist irgendwie verschwunden in dieser ganzen Frage. Wusch, weg. Alle reden über Heiko Maas. Ich weiß nur, dass bei den konkreten Abläufen es eben so war, dass diese Visa-Vorbereitungsvergaben mit den engen Kriterien, wer überhaupt eine Chance auf ein Visum hat, dass das über Monate und Wochen immer so lief, dass gesagt wurde, ja, die Botschaft in Kabul kann das technisch nicht, weil biometrische Daten erfasst werden müssen. Deshalb müssen die Vergaben über Istanbul laufen. Man hatte Angst vor möglichen Terroreinschleusungen. Nur
Sie wissen das sicher besser, andere Anwesende. Über die entsprechenden Gefährder liegen keine biometrischen Daten vor. Daher hat diese ganze Operation auch zu nichts geführt, außer zu offensichtlich dem Zweck, dass man möglichst lange erstmal nichts tun muss, sondern sich das alles möglichst lange verzögert. Und jetzt haben wir die humanitäre Katastrophe. Und dann würde ich gerne noch mal eingehen auf das, was Frau de Jong zur deutschen Integrationspolitik gesagt hat. Sie haben völlig recht. Und wir kritisieren das seit langem. Also das ist genau der Punkt. Menschen fliehen, kommen nach Deutschland und dürfen sich erstmal lange wirtschaftlich gar nicht betätigen. Das führt natürlich zur Desintegration, auch zu frustrierten Hoffnungen. Und hinterher haben wir dann viel größere Probleme, als wenn wir das anders tun würden. Das ist seit langem grüne Politik, aber auch das Handwerk und viele Wirtschaftsverbände sagen das seit langem. Bitte gebt uns, wir hätten gern diese Arbeitskräfte, gerade wenn die motiviert sind. Und dass das verweigert wird, ist Teil einer, man muss das so deutlich sagen, ist Teil einer Strategie abzuschrecken. Und vieles, was hier in harten Worten auch von Katja Tempel und anderen hier kritisiert wurde, das ist Teil einer Abschreckungspolitik, die natürlich gewünscht ist von einigen, nicht von uns, aber von einigen. Und da kann ich auch nur sagen, das Warten auf den Konsens in Europa wird zu nichts führen, sondern da bin ich ganz bei Frau Thies. Wir müssen mit den Ländern, die Dinge humanitärer machen wollen, mit denen gemeinsam Lösungen erarbeiten und nicht warten, bis wir Viktor Orban überzeugen. Und Sie haben das auch angesprochen, ich will mich da nicht wegducken. Die Situation in Österreich, das wussten wir schon, als der Koalitionsvertrag unterschrieben war. Wenn Sie den gelesen haben, so einen Vertrag würde Bündnis 90 Die Grünen niemals unterschreiben. Da steht im Grunde drin, auch weil die deutsche CDU-CSU ist nicht die österreichische ÖVP. Da sind erhebliche Unterschiede. Und die ÖVP hat sich in einer Weise entwickelt, weg von der Christdemokratie, wie wir das Gott sei Dank in Deutschland bisher nicht haben. Die Wahl, die die hatten, war, die unsere grünen Freundinnen und Freunde dort, entweder sie koalieren mit der ÖVP oder die FPÖ wird es tun. Und was diese Koalition in der Vergangenheit gebracht hat, menschenrechtlich, das wussten alle. Und daher war das bittere Ergebnis, dass man in der Flüchtlingspolitik dort ein Kapitel akzeptieren musste, was wir niemals akzeptieren würden. Und da steht man davor, vor diesen Äußerungen, die Sie da auch zitiert haben, und ist ernstlich geschockt. So, und zu guter Letzt war im Chat noch die Frage gestellt worden, ich will der auch nicht ausweichen, was ist denn jetzt mit den Taliban? Redet man überhaupt mit denen? Und ich glaube, das ist total schwierig, aber von vornherein zu sagen, wir reden jetzt erstmal gar nicht mit denen, das wäre sicherlich nicht besonders klug. Man muss mit denen reden. Schon jetzt wird ja mit denen geredet. Und zu sagen, man darf mit denen nicht reden, man wird mit denen reden müssen. Aber ich würde vorschlagen, und das hat auch Annalena Baerbock ja gesagt, man braucht eine international koordinierte Initiative. Das heißt, die Bundesregierung muss sich mit den anderen Partnern zusammentun und versuchen, eine gemeinsame Politik herzustellen, die zumindest bestimmte Grundstandards versucht einzufordern. Es gibt keine sauberen Lösungen an der Stelle mehr. Und von daher glaube ich, dass diese Art von politischer Koordinierung grundsätzlich versucht werden muss. Und wie weit man dann bereit ist zu gehen, da würde ich nicht so tun, als wenn ich das alles genau wüsste und da jetzt eine feste Position zu hätte, aber ich finde es ganz offensichtlich, dass man nicht sagen kann, jedes Gespräch wird da jetzt nicht geführt, sondern
Das ist zumindest so, das ist zumindest meine Sicht darauf. Die, ich will zuletzt noch eines sagen, was mich die letzten Tage sehr gewundert hat, dass diese Chiffre von 2015 darf sich nicht wiederholen. Das finde ich eine ganz komische Äußerung, weil für die Flüchtlinge in Afghanistan trägt ja der Westen eine ganz entscheidende Mitverantwortung. Und dort jetzt im Grunde zu sagen, ja, Asylrecht und Flüchtlingskonvention gelten gerade ausgerechnet für die nicht, das scheint mir doch moralisch ziemlich abgründig zu sein. Und für die Menschen, die, um die es hier konkret geht, muss man natürlich wiederum versuchen, in der internationalen Initiative, sowohl in der Region als auch koordiniert über Resettlement und Relocation und Aufnahmeprogramme zu versuchen, so viele humanitäre Lösungen zu finden wie möglich. Wir wissen ja, wie schwierig das im Moment ist. Die Grenzen sind zu. Es ist, aber natürlich darf die Verantwortung jetzt da nicht abgegeben werden für etwas, was man selber mit zu verantworten hat. Und so, insofern wäre meine Sicht auf die Lage, wir brauchen die Aufarbeitung. Es müssen jetzt so viele Leute wie möglich da rausgebracht werden mit allen Methoden, die, die hier angedeutet wurden, so schwierig das ist. Und danach muss man versuchen, in einer international koordinierten Initiative die, die bestnoch möglichen Zukunftsperspektiven dort für die Menschen zu halten. Das wäre meine Sicht auf die Dinge, was ich hier heute gehört habe. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken bei der Initiative, bei den drei Initiativen hier. Frau Thies ist gerade verschwunden und wir werden auch allen, die sich hier angemeldet haben, nochmal die Kontakte zu Ihnen zuschicken, wenn Sie das wünschen, mit Spendenmöglichkeiten. Und ich glaube, dass Sie jede Unterstützung verdient haben. Es ist für mich als Politiker beschämend, dass die Zivilgesellschaft diese Arbeit machen muss, die eigentlich die Regierungen hätten und gerade auch die deutsche Bundesregierung vor Wochen und Monaten machen müssen und ja offensichtlich, wie das hier auch dokumentiert wurde, darauf nachdrücklich hingewiesen wurden. Weiters. Ja, und genau, da ich bedanke mich bei Sarah für die gute Vorbereitung, für alle, die hier mitgemacht haben. Bis zum nächsten Europe Calling. Danke an alle, die so lange hier zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und ich wünsche auf ein Wiedersehen. Dankeschön. Schönen Abend.